Eine Klimaanlage zum Anziehen und das komplett ohne CO2-Ausstoß. Das ist das Produkt von Gabriele Renner und Sabine Stein. Die beiden sind nicht nur Schwestern, sondern auch Geschäftsführerinnen. Mit ihrem Unternehmen Performance International sind sie das erste klimaneutrale Textilunternehmen der Welt. Sie haben ein innovatives Kühlsystem entwickelt. Also es ist eine spezielle Technologie, die einfach in der Lage ist, sehr viel Wasser aufzunehmen. Das ist ein Fließ, ein dreidimensionaler Fließ, der nimmt sehr viel Wasser auf, bis zu, sag jetzt mal, zehnfache seines Gewichtes und ist in der Lage, einfach über Wärmeeinstrahlung, Verdunstungskühlung zu produzieren. Und das nutzen wir natürlich dann, um das in die Kleidung mit einzuarbeiten, um dann den Menschen zu kühlen. Nachdem überschüssiges Wasser ausgedrückt und abgetrocknet wurde, bleibt die Flüssigkeit im Material gespeichert und kann nur durch Verdunstung entweichen. Die Westen bleiben so von außen trocken und kühlen den Träger bis zu 10 Stunden. Das Produkt setzt an einem grundlegenden Problem an, das mit dem Klimawandel prognostiziert wird: Hitze. Durch mehr Hitze werden mehr Klimaanlagen genutzt, die wiederum mehr CO2 ausstoßen. Dieser Teufelskreis soll mit EcoLine durchbrochen werden. Durch das Entfallen von Klimaanlagen kann so mehr als 90% CO2 eingespart werden. Hitze hat ganz viele gesundheitliche Aspekte auch. Nicht nur, dass man schwitzt und dass einem vielleicht nicht so gut geht, sondern das ist einfach auch die Herz-Kreislauf-Belastung einerseits, aber auch ganz viele andere Dinge. Man hat herausgefunden, dass es auch was mit dem Fettstoffwechsel, mit dem Zuckerstoffwechsel zu tun hat, bis zum Mikrobiom im Darm. Also das sind ganz neue Erkenntnisse, die man hat und Studien, die es da gibt. Damit haben ganz viele Menschen natürlich Probleme. In der Zukunft noch viel mehr aufgrund des Klimawandels. Das Kühlsystem wendet das Unternehmen mittlerweile in verschiedensten Bereichen an. Von Arbeitskleidung über Sport und Freizeit bis hin zum medizinischen Bereich. Doch auch zur Fettverbrennung eignet sich das Prinzip, genannt SlimCool. Das braune Fett, ein spezieller Bereich am Körper, den wir als Kleinkind oder als Baby auf jeden Fall haben, sorgt für die Thermoregulation des Kleinkindes oder des Babys. Und wenn man diese braune Fettanteile wieder kühlt oder den Körper kühlt, dann vermehren die sich. Und dadurch habe ich einen extrem hohen Verbrauch an Energie, das der Körper dazu benutzt, um den Fettstoffwechsel dann anzuregen. Neben Kleidung sehen die Schwestern für die Innovation aber auch Entwicklungspotenzial in anderen Bereichen. Also wir haben jetzt kühlende Bettdecken im Moment schon neu im Programm, aber auch kühlende Vorhänge sind wir gerade schon im Prototyp. Bei der Volksbank hier in Ulm läuft der erste Test. Man kann aber natürlich auch sich vorstellen, eine Außenfassade damit zu kühlen. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten bis hin zum Automobilherstellung, weil die E-Autos fahren ja auch mit Klimaanlage nicht so besonders weit. Auch da kann man es nicht vorstellen, das ins Dach einzubauen, in die Seiten einzubauen und dann ganz einfach eine Kühlung hinzukriegen ohne Klimaanlage. Unternehmen wie Performance International zeigen, wie funktionell Nachhaltigkeit sein kann. Hier orientiert man sich an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der UN. Produktion mit Ökostrom, Upcycling von Altfasern, die Kompensation von CO2 durch soziale Umweltprojekte, all das ist für Sie selbstverständlich.